So, die nächste Frage kommt von Ralf. Und zwar, Ralf hat mehrere Fragen gestellt, sehr gut. Und zwar die erste ist, verfolgt ihr eine Taktik, mit der frei gewordene Margin wieder neu eingesetzt wird? Damit meine ich, es gibt Tage, da steigen die Märkte kräftig und somit kann man an diesen Tagen meist einige Optionen zurückkaufen. Nun ist einiges an Margin frei geworden. Setzt ihr euch im selben Atemzug hin und verkauft umgehend die nächste Option? Ich gehe von einer grünen Morgenroutine aus. Oder wartet ihr lieber ein paar Tage, bis der Markt etwas korrigiert, um dann eventuell eine höhere Prämie zu bekommen, da die Märkte etwas korrigiert haben? Also, die Idee ist folgende. Wir gucken es uns im Konto mal an. Du hast jetzt hier beispielsweise hier eine Menge Margin frei. Und jetzt sagst du, Mensch, könnte ich denn nicht jetzt sofort gleich den nächsten Trade machen? Und ja, das kannst du natürlich. Ne? Also angenommen, es wären jetzt Optionen zurückgekauft worden, du hast, hey, ich habe genügend Margin frei, dann kannst du das natürlich sofort machen. Du kannst auch sagen, ich warte ein paar Tage, bis es wieder runtergeht. Aber wichtig ist immer, erinnert euch mal an dieses Ampelsystem, was wir im Seminar besprechen. Ne? Das können wir jetzt hier nicht nochmal in Gänze machen, aber wenn ihr einfach sagt, ihr habt beispielsweise, ihr habt hier der Tageschart in der Morgenroutine ist grün und der Wochenchart in der Morgenroutine ist auch grün und die einzelne Aktie ist auch grün. Ne? Warum soll man da warten, bis es zurückgeht? Es ist ja, die Ampel ist ja grün. Das heißt, na klar, wenn es jetzt mal ein bisschen zurückgehen würde, dann würdest du vielleicht ein bisschen mehr Prämie bekommen, weil die Vola ein bisschen steigt. Aber du weißt ja nicht, wann es zurückgeht. Das heißt, es kann ja auch 10 Tage, 30 Tage, 50 Tage jetzt weiterhin ohne große Korrekturen, gerade in der bullischen Aktie, die du hast, weiterlaufen. Guckt euch nochmal hier das Beispiel der Starbucks an, die wir gerade hatten. Ja? Natürlich kommt immer mal irgend so ein Rücksetzer. Aber stell dir mal vor, du hast an dem Tag hier, ist deine Aktie zurückgekauft worden. Oder besser gesagt, deine Option, die Margin ist frei und du findest die Aktie immer noch toll. Und du sagst, hey, ich würde die immer noch neu verkaufen. Also warum dann warten? Warum nicht sagen, okay, ich verkaufe sie neu? Weil dann hättest du, wir beachten wieder mal jetzt die Earnings, die Dividendenzahlung nicht und so, aber dann hättest du hier wieder einen Trade machen können, weil du weißt ja nicht, wann das kommt. Es kann auch sein, dass es der Tag und jetzt geht es runter. Aber denkt nicht so viel in die Zukunft, dass ihr immer sagt, es könnte ja jetzt das sein, oder es könnte, ja, es könnte aber auch nicht. Wenn ihr ein klares Ampelsystem habt, wenn ihr klar sagen könnt, ne? Also ich mache mein Ampelsystem und mein Wochenchart ist grün, mein Tageschart ist grün, meine Aktie ist grün, dann einfach los. Ne? Und da gar nicht lange warten und irgendwas hineininterpretieren, was kommen könnte, weil in bullischen Märkten, gerade wer eine Short-Put-Strategie fährt, muss es einfach nutzen, was da ist. Okay. Das ist auch eine schöne, die nächste Frage ist auch eine sehr, sehr schöne Frage, die ist von Ralf. Und zwar, gibt es saisonale Trades, die man immer bei bestimmten Ereignissen aufsetzen kann? Das ist ein Riesenthema, da könnten wir einen halben Tag Seminar darüber machen. Und ja, das gäbe es natürlich. Ne? Also, ich will euch mal zwei nennen. Zwei einfache Dinge, die in der Regel immer wieder funktionieren. Und dazu gehen wir mal hier in unsere COT-Daten rein und saisonale Muster. Und mir geht es jetzt hier mal gar nicht so sehr um diese COT-Daten selbst. Deswegen blenden wir die jetzt auch mal hier an der Stelle mal aus. Sondern wir gehen mal an die saisonalen Muster. So, und es gibt bestimmte saisonale Muster, die einfach sehr, sehr gut funktionieren. Ne? Also beispielsweise, es gibt so etwas wie die Weihnachtsrallye. Also hier vom 22. oder so so in der Woche vor Weihnachten bis in die erste Januarwoche hinein. Das ist ein Trade, der extrem gut funktioniert. Ne? Das heißt, den gucken wir uns Jahr für Jahr für Jahr an. Aber, und da haben wir gleich hier in 2018 ein wundervolles Beispiel, es muss auch nicht immer so sein. Ne, ihr wisst hier, guckt euch das hier an. Also wenn du gesagt hättest, hier an der Stelle mache ich das, ouch, das wäre erstmal böse gewesen. Und deswegen, warum war es aber auch kein Problem? Warum hat man den Trade an der Stelle nicht gemacht? Naja, weil der Markt ja eh nach unten war. Wenn wir uns jetzt mal hier ganz schnell reinmachen. Ich mache uns mal ganz schnell wir merken uns einfach den Tag hier. Das ist der 14.12. Und wir gehen mal letztes Jahr im Dezember
An den 14, ja, hier haben wir das sogar noch. Ne? Gehen wir mal rein und das seht ihr hier im Tageschart, rote Ampel. Also hier, Tageschart, Ampel, rot. So, das ist schon mal Punkt Nummer 1. Wochenchart, Ampel, rot. Das heißt, Wochenchart rot, Tageschart rot. Was gibt es für einen Grund, an dem Tag einen bullischen Trade aufzusetzen? Auch wenn die Saisonalität sagt, jawohl, das funktioniert in 9 von 10 Fällen. Du musst einfach schauen, was ist da gerade. Ne? Aber das ist zum Beispiel so ein Trade, den man sich jedes Jahr anschauen kann. Weihnachtsrally ist super. Dann gibt es natürlich noch andere Dinge, wie beispielsweise das Oktobertief zu kaufen. Ne? Ihr kennt das berühmte Sell in May and Go Away. Auch das hat eine relativ gute, funktioniert relativ gut. Es gibt aber auch größere Zyklen, dass man sagt, okay, wie sind Wahljahre, wie sind Vorwahljahre und so weiter und so fort. Ne? Wir sind aktuell in einem Vorwahljahr. In der Regel kein allzu schlechtes Jahr. Könnt ihr euch alles mal anschauen, wen das interessiert, machen beim Future-Seminar auch ein bisschen mit. Und also solche Trades kann man auf jeden Fall machen, aber macht die Trades nicht bloß, weil es ein saisonales Muster gibt, ne? Sondern es muss auch immer alles passen. Und das Jahr 2018 ist ein perfektes Beispiel, warum man so einen Trade nicht aufsetzt, bloß weil irgendeine Statistik sagt, das funktioniert. Okay, tolle Frage. So, jetzt, der Michael hat gefragt, Bull Put Spread gut gelaufen, bereits 80%, aber Bid Ask sehr weit auseinander. Macht es Sinn, da die Optionen verfallen zu lassen? Tolle Frage und du kannst sie dir ganz einfach beantworten. Und zwar, was hat der Michael hier gemacht? Ich mache uns mal einen Tageschart. Ist jetzt egal, was es ist, er hat auch jetzt nicht dazu geschrieben, was es für ein Markt war. Aber nehmen wir mal an, es war auch hier wieder ein Bull-Put-Spread auf den S&P. Was ist ein Bull-Put-Spread? Nochmal kurz für die Einsteiger zur Wiederholung. Du verkaufst einen Put. So, und jetzt hast du ja theoretisch, also du bist den hier short. Na, halt. Muss ich mal rausmachen. Also den hier bist du short. So. Okay. Und jetzt sagst du ja, mir ist das Risiko zu groß, wenn der jetzt doch nach unten durchfällt, ich will nachts gut schlafen. Und deswegen sagst du ja, überhaupt kein Problem, ich kaufe noch einen Put dazu. Ne, also nimmst einen Teil des Geldes, das du hier eingenommen hast, und kaufst dafür hier noch einen Put dazu. Das heißt, ich schreibe es gleich mal rein. Oben Short, unten Long, Bull, Put. So, das ist also dein Trade. Und jetzt hast du den hier irgendwann aufgesetzt. Was weiß ich, sagen wir mal, hier hast du ihn aufgesetzt. Und es ist ja natürlich super gelaufen, hat aber noch Restlaufzeit. Ne? Und jetzt sagst du, hey, der hat schon meine 80%, aber die Spreads liegen so weit auseinander. Das kann dir manchmal passieren. Was macht man da am sinnvollsten? Am sinnvollsten ist es, wenn du in diesen Spread, du kannst zwei Dinge machen. Entweder du gibst für den gesamten Spread eine Rückkauforder ein. Also machen wir ein Beispiel. Mal angenommen, du hast jetzt oben gesagt, ich habe für den oberen Put, den ich verkauft habe, hast du beispielsweise bekommen, was weiß ich, keine Ahnung, du hast bekommen $200, okay. So, und angenommen für den unteren hast du $100 ausgegeben. So. Das ist einfach nur ein Beispiel, ne? Hast also $100 Nettoprämie eingenommen und jetzt sagst eben, okay, bei 20 will ich das zurückkaufen. Dann kannst du ein Limit eingeben. Limit 20 für den kompletten Spread. Okay, du gibst das für den kompletten Spread ein und das heißt, wenn ein Market Maker kommt und sagt, hey, gefällt mir gut der Trade oder wenn es so gepreist wird, dann kommst du auch raus. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, dass du sagst, okay, du schaust dir die beiden Optionen einzeln an und wenn die zum Beispiel jetzt hier sagt, hey, die hat schon 80% gewonnen, dann kaufst du die eben zurück und dann verkaufst du die hier. Wichtig ist dabei, dass wenn du das einzeln machst, immer mit der hier anfangen, damit du kein Risiko hast, also erst die Short-Position schließen und dann die Long-Position und auch nicht die Long-Position stehen lassen, weil was passiert, wenn du die Long-Position stehen lässt?
die kostet dich ja noch Geld, die ist ja noch was wert. Also mal angenommen, die ist noch 50 Dollar wert und jetzt lässt du die verfallen, verlierst du 50 Dollar. Also kauf sie auch zurück. Oder beziehungsweise nicht kauf sie zurück in dem Fall, sondern verkauf sie. Okay? Sehr gute Frage. Kommen wir zur nächsten Frage, die hat Hans Christian gestellt. Und zwar, mein Rückkauforder in Weizen wurde nach 19 Uhr nicht ausgeführt. Es hat ewig gedauert, bis Order überhaupt akzeptiert wurde. Dann wurde mitgeteilt, dass sie erst am Sonntag aktiviert wurde. Ausgeführt wurde sie dann heute Nacht. Woran liegt es? Werden Futures nicht rum die Uhr gehandelt? Das kommt darauf an. Ne? Also, das kommt darauf an, lieber Hans-Christian, auf welche? Bei Weizen. Und um das rauszubekommen, könnt ihr was ganz, ganz Simples machen. Und zwar, ihr guckt euch einfach mal die Futures an. Na, gehen wir hierher. Wir machen einfach mal den Weizen-Future jetzt hierher. Weizen-Future, ZW, Future. Und wir nehmen jetzt mal irgendeinen. So, und wenn du wissen willst, wie die gehandelt werden, dann guck dir das einfach hier an. Geh einfach rechte Maustaste. Und jetzt gehst du hier auf Finanzinstrument-Info, Beschreibung. Und da siehst du, dass reguläre Handelssitzung ist, und dann nehmen wir hier die europäische Zeit, von 15.30 Uhr bis 20.20 Uhr. Insgesamt wird sie gehandelt von 2 Uhr in der Nacht bis 14.45 Uhr. Dann ist eine kurze Pause, 45 Minuten. Und dann wird sie wieder gehandelt von 15.30 Uhr bis 20.20 Uhr. Das heißt also, 19 Uhr, da hätte man sie eigentlich noch annehmen müssen. Also wer weiß, warum das jetzt bei dir nicht war, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wenn du aber beispielsweise an einem Freitag, vielleicht war auch noch ein Feiertag dazwischen oder irgend sowas, wenn du beispielsweise an einem Freitag die Order zu spät reingegeben hast, dann wird sie natürlich dann erst 2 Uhr Montagnacht dann ausgeführt. Deswegen mein Praxistipp für euch, wenn ihr Rückkauforders habt, gebt die immer gleich in den Markt. Das heißt, ich habe jetzt eine Position im Weizen. Egal, ob das jetzt der Future oder die Option ist, das spielt jetzt keine Rolle. Ne? Du wirst ja wahrscheinlich Optionen gehabt haben. Dann gib die Order jetzt gleich ein. Also hast die Position ist ausgeführt, du bist drin und jetzt gib sofort die Rückkauforder ein. Weil dann bist du drin, dann kann dir das nicht passieren. Ne? Und es gibt andere Futures, die werden tatsächlich fast rund um die Uhr gehandelt. In dem Fall jetzt Getreide-Futures eben nicht.